Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir, The Gentleman. Ich sehe da hinten, das Teil hat noch Winterzeit. Aber egal, gibt Schlimmeres, was einem passieren kann. Dann gucken wir mal, was Sing Spannendes hat. Nach der anfänglichen Aufregung um Rückforderung und gestohlenen Reichtümer ist Dudi bereit, einen anderen Plan in Gang zu setzen. Er bittet die Assassinen um ein Treffen. Ich habe eine Vorstellung davon, was uns erwarten wird. Erst müssen wir uns mit Henry an der Southern Station treffen. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Steigst du auf? Nein, er will zu Fuß. Zu weit gegangen. Die britische Ostindien-Kompanie versucht, ihren Zug zu entführen. Oh je, Agnes, ich hoffe, es geht dir gut. Arme Agnes, ich kümmere mich sofort darum. Den Rest habe ich auch allein. Erwischen Sie nur Ihren Zug. Miss McQueen sollte Richtung Whitehall Station fahren. Der Zug ist zu weit weg. Ich brauche eine Kutsche. Ich nehme die Kutsche des Maharajas. Weiter! Es geht schon wieder los. Schneller! Ja!
Na, wo kommt die nächste Tranche? Katastrophe! Die BOK dürfte mit den Entwicklungen nicht gerade zufrieden sein. Das kann man so sagen. Aber fürs Erste sind sie ruhig gestellt. Vielleicht ist dies nicht der beste Moment, um es anzusprechen, aber ich habe noch einen Plan. Ich höre. Es klingt vielleicht tollkühn. Aber warum stellen wir nicht den Kohinoor-Diamantes? Einen Teil der Kronjuwelen? Wofür das denn? Ihre Hoheit mag ihn vertragen, aber er gehört ihr. Es ist eine Trophäe, ein Symbol für die Kolonisierung Indiens und genau dort gehört er hin. Es ist ein äußerst delikates Unterfangen, aber ich weiß ja, dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Ich habe bereits veranlasst, den Aufbewahrungsort des Kohinoor-Diamanten ausfindig zu machen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment darüber nachgedacht haben. Okay. Gut zu wissen.